Willkommen auf der Internationalen Raumstation. Ich bin ESA-Astronaut Luca Parmitano, Ihr Korrespondent im All. Meine Crew und ich haben die letzten 10 Tage ununterbrochen gearbeitet. Zuerst die Ankunft von SpaceX 19, der Dragon. Das ist mein zweiter Drache während dieser Reise, aber der erste, den ich selbst einfangen musste. Mit der Dragon sind eine Menge Nachschub, aber auch neue Experimente, neue Ausrüstung und eine ganze Menge Wissenschaft an Bord gekommen. Einige der Experimente, die wir gemacht haben, sind ja schon eine Weile in der Umlaufbahn. Sie erinnern sich, ganz zu Anfang der Mission habe ich hier auf der Columbus einen Stuhl und verschiedene Systeme aufgebaut, um zu messen, wie sich unser Gehirn, insbesondere unser Gleichgewichtssinn, an die Mikrogravitation anpasst. Wie interpretiert unser Gehirn die Signale, die von verschiedenen Sinnesorganen kommen, also dem inneren Ohr, unsere Augen, unsere Haptik, die Art und Weise, wie wir mit Objekten interagieren. Vor 4 Monaten hat das Experiment begonnen und wir sind immer noch dabei, das zu untersuchen und die Unterschiede zu bestimmen zwischen dem Weltraum und dem, was am Boden passiert. In der Zwischenzeit sind weitere Experimente dazugekommen. Eines ist das hier neben mir. Es gibt winzige Kreaturen, die sehr, sehr widerstandsfähig gegen extreme Bedingungen sind. Sie heißen Rädertierchen. Sie kamen hier gefroren an und ich habe sie dann aufgezogen. Und jetzt werden sie eine Weile der Mikrogravitation leben. Wir werden beobachten, wie sich das Erbgut dieser Geschöpfe verändert und vielleicht können wir so besser verstehen, wie sich die Genexpression auch beim Menschen verändert, während wir im All sind. Das war's, danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal wird es um das vergangene Jahr gehen und um das Ende meiner Mission hier oben.